Grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemperfreunde, und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal, hier wieder bei Martins Klemperwelt. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Einen Pickup-Truck, und zwar nicht irgendeinen, sondern den Toyota 4x4 Pickup-Truck Hilux Xtra Cab SR5. Angelehnt aus dem Film von 1985, Zurück aus der Zukunft, Teil 1. Wer den Film kennt, wird schon mal gesehen haben, dass er zum Ende des Films auftaucht hat, wo ihm dann Biff Tan den jungen Marty McFly übergeben tut, als er wieder von der Zukunft zurückgekommen ist. Beziehungsweise aus der Vergangenheit, Entschuldigung. Ja, dieses schöne Teil hat 1308 Teile, besteht aus einem XL-Motor. Ich mache euch mal die Tür auf, damit ihr das besser seht. Da drin. Die Türen sind eigentlich wunderbar, die kann man so schön aufmachen. So gehen sie auf. So sind sie zu. Dann haben wir hier den ER-Receiver und hier unten seht ihr, hier unten ist die Servolenkung. Des Weiteren kann man hier hinten die Heckplatte aufmachen. Und das Schöne daran ist, dieses Teil hat eine Federung. Vorne wie hinten. Kofferraum geht auch auf, aber Kofferraum ist nichts Besonderes. Wie ihr seht, ne, ist kein wirklicher Motor drin, da sieht man halt nur den Servomotor. Ja, aber das Schöne an diesem ganzen Ding ist ein Allrad. Das heißt, wenn ich hier fertig bin, werde ich dann später, beziehungsweise morgen, werde ich in meinen Garten gehen und werde ihn ein bisschen rumkaufen lassen. Und vielleicht, wenn es gut läuft, lasse ich ihn auch mal fliegen. Ja, was soll ich zu dem sagen? Der Aufbau war eigentlich total easy. Ist natürlich eine PDF-Anleitung gewesen, aber eine PDF-Bauanleitung, ganz normal. Nicht so bei dem A-Team-Van, da war ja eine Bildanleitung. Das ist ja eine ganz normale PDF-Anleitung. Viele, viele, viele blaue Pins. War die dreier langen Pins. Extra visierte Teile, die ich zwar schon gesehen habe, noch nicht das hier. Kann ja mal eins hier so abmachen. Ganz sieht so aus. Ne? Das kann ich hier abmachen. So, und im Prinzip hält es auch vorne wie hinten. Und dieses Teil ist Allradbetrieben. Habe ich ja schon gesagt? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Oder? Nee, habe ich nicht gesagt. Ja, gucken wir mal, wie groß das ganze Ding ist. Der Gute hat circa ja, mit 38 cm eine Höhe von gut. Mit den Lichtern 16,5. Ja. Und Moment, Breite muss ich auch noch zählen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ja. Breite ist circa 14 cm. Also 14 cm breit. Ah. Wie sitze ich hier? Der hier ist mal ein bisschen locker. Warum auch immer, muss ich mal den Stift hier richtig reinziehen. Es gibt gewisse Teile, da ist die Klemmkraft miserabel gewesen. Also es sind ja keine originalen Lego-Teile gewesen, sondern... Oh, was jetzt passiert? Eieieiei. Jetzt nehme ich das kleine Ding hier auseinander. Wo ist der Rest? Ja, das meine ich. Also, Klemmkraft, mal geht's gut und mal ist es beschissen. Gerade hier vorne, wenn ich euch das mal so zeigen darf, ich weiß nicht, ob ihr das seht, kann ich ja nicht, diese Stifte hier.
Na und hier drin. Die fallen gerne von den Zahnrädern. Also die haben null Klemmkraft, aber wirklich absolut null. Ne? Auch beim Differential, die Zahnräder mit den Kreuzachsen können vergessen. Null. Wenn die Stopper nicht wären, ich kann ja eigentlich euch das mal genau sagen. Ich brauche eigentlich nur hier. Das da machen. Jetzt baue ich das halbe Ding auseinander. Das ist die hintere Achse. Also Differential geht eigentlich wunderbar, aber wenn man hier hinten, seht ihr ja hier hinten die Kreuzachse, wenn man die dann reinschiebt, ist sie komplett bis dahinter. Ist zu den Zahnrädern von den kleinen Zähnen so gut wie keine Klemmkraft. Das heißt, man könnte quasi die Zahnräder drauf machen, könnte drum und dann fallen sie auseinander. Halt hat es nur, weil hier Abstopper mit drin sind. Ne? Die heben das Ganze. Ansonsten wirklich, wie gesagt, absolut null Klemmkraft. Hinterher, später, wenn dann alles dran ist, wenn die Abstopper dran sind, hebt es. Ansonsten nicht. Also, da hätte ich mir gewünscht, ein paar Teile zu nehmen, wirklich die gute Klemmkraft haben. Wäre vielleicht besser. Das ist jetzt runtergefallen. So, alles wieder dran. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Lenkung. Funktioniert einmal frei. So seht ihr das. Warum der ein bisschen, der rechte Reifen ein bisschen stocken ist, kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Gut, aber er fährt. Fährt ein bisschen langsam. Werde ich dann morgen sehen, wie er sich auch im Garten dann machen tut. Ob es da besser laufen tut. Ja. Achso, was ich noch sagen wollte. Lichter hat er keine, aber sind vorbereitet. Ja, man braucht im Prinzip eigentlich hier nur hinten oh, muss mal gucken, ob ihr seht.
hier hinten einfach nur Lichter reinstecken, hinten eine Batterie klemmen und dann ist alles gut. Bei der Batterie selber muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich werde es am liebsten vielleicht mal hier hochsetzen, kann ich besser an- und ausschalten. So kann ich das gar nicht ausschalten. Aber gut. Aber wie gesagt, groß im Ganzen, Bauspaß ist natürlich durch die fehlende Krempfkraft teilweise sehr getrübt. Aber ansonsten war eigentlich ganz gut. Ging relativ zügig voran. Insgesamt habe ich vielleicht 4 Stunden gebraucht. Und ja, wie gesagt, Klemmkraft relativ locker eigentlich. Gerade hier vorne der Fahrersitz, der geht immer gerne nach vorne. Zack, schon wieder nach vorne. Muss ich mal wieder nach hinten kippen. Beifahrerseite ist er gut. Und auf der Fahrerseite schlecht. Lenkrad lässt sich nicht mit sich drehen. Ja. So sieht das nochmal von unten. Seite. Warum ich mir dieses Teil geholt habe, hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Er sieht ein bisschen aus wie von dem Truck von Ein Colt für alle Fälle. Da gibt es momentan ja nur das Bluebricks-Modell, aber das glaube ich auch ein ganz anderes Fahrzeug. Das ist ja ein Toyota und was der Colt hat, kann ich gar nicht mehr sagen. Vielleicht weiß es jemand. Kann man ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Den hole ich mir vielleicht irgendwann auch noch, das Bluebricks-Modell. Den Kit habe ich ja schon und den Truck von Ein Colt für alle Fälle will ich mir auch noch holen. Der ist zwar nicht motorisiert, aber spielt ja im Prinzip im Großen und Ganzen keine Rolle. Trotz alledem, gekauft habe ich bei AliExpress, kostet so ca. 70 Euro, 73 Euro inklusive Motoren. Wie gesagt, XL-Motor dabei, Batteriebox dabei. Servo dabei, IR-Receiver dabei. Viele, viele schöne Teile, waren auch viele Ersatzteile. Habe ich auch, zeige ich auch nochmal ein Bauvideo. Wer sich noch nicht angeschaut hat, darf sich es gerne anschauen. Ja, das ist im Prinzip alles, was ich dazu sagen kann und will. Wie gesagt, morgen werde ich den im Garten fahren lassen. Hänge ich dann hinten dran an dem Video. Und in diesem Sinne, dann wünsche ich euch noch ein schön fröhliches Glück. Bis dann, man sieht sich.